أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أنا مرض أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma rzuqna qabla al-mauti tauba, wa inda al-mauti shahada, wa ba'da al-mauti jannata wa na'ima. Liebe Geschwister im Islam, möge Allah azza wa jal uns an diesem heutigen Tag unser Bittgebet erfüllen, und möge Allah azza wa jal unseren Geschwistern in Syrien einen Ausweg schaffen gegen die Feinde Allahs und diejenigen, die ihm helfen. Allahumma ahsim adada wa qtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya rabb al alamin. Und die Situation ist klar. Jeder weiß, was in Syrien läuft. Aber als Giftgas eingesetzt wurde gegen die muslimische Bevölkerung, und es ist nichts Neues, das ist nicht der erste Vorfall, sondern es waren etliche Vorfälle davor. So steht die Welt auf und sagt, das geht nicht. Wir fragen diese Weltgemeinschaft nur eine einzige Frage. Was ist der Unterschied, ob jemand durch Giftgas getötet wird oder durch konventionelle Bomben? Das Resultat ist der Tod. Das Resultat ist der Tod. Und hier sehen wir, wie die Leute zu den Muslimen stehen. Genau das ist das Bild. Aber Alhamdulillah, wir vertrauen nicht auf Menschen. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Der Sieg ist nur von Allah Azza wa Jal. Weder wollen wir, dass die Amerikaner uns helfen, noch dass die Yahud uns helfen. Unser Sieg ist nur von Allah Azza wa Jal. إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا. Wahrlich, Allah ist es, der die Gläubigen verteidigt. Allahumma dafi anna ya rabbal alamin. Er ist der Einzige, auf den wir zählen können. Nicht der Osten und nicht der Westen. Und wir Muslime, walhamdulillahi rabbil alamin. Wir haben die Aya gelesen im Koran, dass Allah azza wa jal uns im Koran sagt, wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Und es ist eine Pflicht für uns, den Gläubigen zum Sieg zu verhelfen. Eine Pflicht für uns, sagt Allah azza wa jal. Bedeutet, dass Allah Azza wa Jal niemals, und unterstreiche